Forscher finden hinter Graffiti einen verborgenen Altar, der Kreuzritter. Bei Bauarbeiten in der Jerusalemer Grabeskirche stellt sich die vermeintliche Rückseite einer Graffiti-beschmierten Steinplatte als spektakuläre Vorderseite einer früheren Konstruktion heraus. Amit Rehem von der israelischen Behörde für Altertümer und Ilya Berkovich von der ÖAW in Wien identifizieren die Platte als Teil des verschollen geglaubten Kreuzritter-Hochaltars, eingeweiht im Jahr 1149. Historische Quellen belegen die Einweihung des Altars am 15. Juni 1149. Die Grabeskirche, eines der größten Heiligtümer der Christenheit, wurde nach der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter im romanischen Stil erweitert. Zum 50-Jahr-Jubiläum der Eroberung der Heiligen Stadt erfolgte die Einweihung des kunstvoll gefertigten Kreuzritter-Hochaltars. Pilgerberichte aus dem 16. bis 18. Jahrhundert erwähnen einen prächtigen Marmoraltar in Jerusalem. Nach einem Brand im romanischen Teil der Kirche im Jahr 1808 verliert sich jedoch die Spur des Altars. Umso überraschter sind die Forscher, als bei Bauarbeiten eine lange unbeachtete Steinplatte umgedreht wird, die zuvor mit Graffiti bedeckt war. Die Rückseite offenbart charakteristische Schleifenornamente, sogenannte Kinjungs-Verzierungen, die fünf Kreise zeigen und die Unendlichkeit der Schöpfung Gottes sowie die Wunden Christi symbolisieren. Die Platte ist zu gut zwei Dritteln erhalten und bildete einst die prächtige Front des Altars, genannt Paliotto. Diese Konstruktion bestand aus vier aufrecht stehenden viereckigen Platten, die von einer Tischplatte bedeckt waren. Es ist bisher unklar, wann und warum die Platte einst an der Wand im hinteren Teil der Kirche angelehnt wurde. Die Entdeckung ist besonders erstaunlich, da die Grabeskirche intensiv erforscht ist. Mit einer ursprünglichen Breite von mehr als 3,5 Metern handelt es sich um den größten mittelalterlichen Altar, der derzeit bekannt ist. Berkovich stößt bei seinen Nachforschungen auf einen Augenzeugenbericht aus den 1960er Jahren, der die Vorderseite der Platte erwähnt. Die Wiederentdeckung führt dazu, dass die Platte mit einem Stahlrahmen gesichert und wieder im hinteren Korridor der Kirche aufgestellt wird. Die Analysen der Forscher zeigen, dass bei den Ornamenten eine Marmor-Deko-Fertigungstechnik angewendet wurde, die im Mittelalter nur Handwerksmeister in Rom beherrschten. Diese Technik, Cosmatesque genannt, wurde außerhalb Italiens bisher nur in der Westminster Abbey in London gefunden. Dass diese Technik auch im 12. Jahrhundert in Jerusalem angewendet wurde, unterstreicht den christlichen Anspruch auf die Stadt.